Komm, das hat keinen Wert. Warum willst du nicht noch mal umgucken? Nein, wir gucken jetzt mal, ob mal noch jemand hätte Ernst. Ich bin verrückt, Ernst. Was ist das? Das Siegblatt. Oh, da war der Moser Danzler. Ja. Weißt du noch? Ich lieb doch nicht. Ach, alle. Nein, dann nur immer nicht. Nein, ja. Ach Gott, ich. Tatsächlich. Ernst, ich bin verrückt. Das war der Moser Danzler. Bei dem haben wir noch Tanzen gelernt, Renate. Und ich Ausdruckstanz. Die Renate riecht Ausdruck und ich muss tanzen. Ja. Die beiden haben sich ganz
Und haben beschlossen, heute Abend hier etwas darzubieten, wofür ich nochmals öffentlich recht herzlich Dank sagen möchte. Und da ihr ja noch so von eurem Tanzlehrer schwärmt, der heute auch als Prinz hier ist, wird er euch sicherlich mit Freude die Orden der diesjährigen Session überreichen. Jetzt aber. Bitte schön. Der Siegberg, jetzt bin ich da. Wenn du dann die zarte Nase. Meine Damen, vielen Dank für euren Vortrag. Dankeschön, euer Applaus und Auszugsmarsch. Dankeschön. Hier im Raum. Oh, oh, oh. Oh, Sie haben sich
schon so weit ausgebreitet. Apropos breit. Wie Sie sehen, ist der Saarländer von gedrungener Gestalt. Mehr breit als hoch, quadratförmig. Im Freisener Raum sind schon würfelartige Exemplare gesichtet worden. Silenzio, ich bitte etwas um Ruhe hier im Hörsaal. Auf dem kleinen, unstabilen Korpus sitzt beim Saarländer meistens ein Kopf. Wäsching oder Rübe genannt. Mehr sagen, der saarländische Grind. Wir wiederholen, der saarländische Grind. Jawohl. Und die hat krumme Finger. Immer weiter. Ein besonders großes Exemplar ist ein Motzgrind. Wir wiederholen. Motzgrind. Jawohl. Schauen wir uns den Grind doch mal etwas genauer an. Was können wir bei dem Saarländer feststellen? Der vorgeschiebene Unterkiefer. Sogenannte saarländische Schniss oder die Gosch. Wir wiederholen. Schniss oder Gosch. Ein besonders großes Exemplar ist ein Schlappschniss. Wir wiederholen ein Schlappschniss. Jawohl. Der Saarländer ist, wie man am Mundwerk erkennen kann, ein Wirkungstrinker. Schniss und Hals, sofern vorhanden, dienen A zur Druckbetankung und B für seinen Dialekt. Sie sehen schon, hier das ist ein männliches Exemplar. Während das Weibchen mehr den beleidigten, zurückgezogenen Unterkiefer hat. Das sogenannte lose Mundwerk oder die Ratsch. Wir wiederholen das lose Mundwerk oder die Ratsch. Sie sehen auch, das Schlappschniss und das lose Mundwerk passen beim Akt der Fortpflanzung recht gut zusammen. Verkeile sich. Ansonsten hat der Saarländer Augen, Ohren und eine Nase, der Gewächsbriefer genannt. Wir wiederholen. Jawohl. Der Saarländer riecht besonders gut ein Gewürz namens. Sie sind gut, Sie sind gut. Der Saarländer auch im Normalfall eine Zunge, hier leider nicht zu sehen. Im Saarland genannt der Schlapperer oder Säberlappe. Wir wiederholen. Jawohl, Sie sind wirklich gut. Auf den Grind wachsen beim Saarländer die Haare, genannt die Rohr. Wir wiederholen die Rohr. Die fallen dem Saarländer aber ab dem 20. Lebensjahr komplett aus. Dafür, Moment, dafür werden sie bedeutend stärker in Ohren, Nase und Mund. Beim Freisener strauchartig. Was fällt uns auf, wenn wir den Übergang vom Grind zum Torso betrachten? Genau. Dem Saarländer fehlt der Hals. Er hat vorne nur die Gurgel und hinten die Knack. So kann man ihn vom Pfälzer gut unterscheiden. Beispiel. Saarländer. Pfälzer. Saarländer. Applaus.
Begriffe Studentinnen und Studenten, sind beim Saarländer auch keine raschen Drehmomente möglich, da er immer den ganzen Körper mitbewegen muss. Der Saarländer hat auch keinen Rücken, sondern nur Buckel und Kreiz. Wir wiederholen. Vor dem Bauch, hier ungefähr, sitzt beim Saarländer, wie soll ich sagen, der Reizer. Ein besonders dicker Bauch ist ein Motzranze. Wir wiederholen, ein Motzranze. Aufgepasst, unter diesem Ranze ist beim Saarländer, wie soll ich sagen, eine verkehrsberuhigte Zone. Ground Zero genannt. Achtung, prüfungsrelevant. Bei einer Größe von über 8 cm wird im Saarland schon von einem Motzschniedel gesprochen. Wir wiederholen Motz. Solch ein Exemplar ist noch nie gesichtet worden. Wie Sie hören, hat die Vorsilbe Motz im Saarland eine Bedeutung für etwas Großes. Motz Grind, Motz Ranze, Motz Schniedel. Im Bereich unterhalb des Beckens gibt es beim Saarländer nur die Fies. Im Saarland Latsche genannt. Besonders große Viehs nennt man eben nicht Quadratlatschen. Sätze 6. Ansonsten ist der Saarländer ein geselliger, lustiger, umgänglicher Typ. Wir sind froh, dass wir einige von denen hier haben. Ich darf mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Gehör bedanken. Und in der nächsten Vorlesung behandeln wir das Thema, wann begann eigentlich die Vertreibung der Saarländer aus der Verbandsgemeinde Birkfeld? Hello! Steht im Grabstein, don't eat the call, wie er gelebt hat, Strack. Ja, lieber Heiko, danke schön, danke, dass du da warst. Dein Applaus, bitte Auszug und ich hoffe auf ein Wiedersehen hier bei uns in der Bühne. Gerne. Dankeschön. Meine Damen und Herren,
Der nächste Punkt, der Sie sicher hier freuen wird, ist der Gabeltopf unserer großen roten Gabel. Ich darf um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Gabeltanz unserer großen roten Gabel. Bitte Einzug.
Damen und Herren, ich bitte ganz, ganz wirklich lieb und toll, dass ihr das honorieren wollt. Aber wenn Sie jetzt hier die Blickrichtung hätten, die ich in der Nähe habe, die Damen würden sich jetzt eigentlich mehr auf eine Dusche als auf eine Zugabe freuen. Da bitte ich einfach um Verständnis, aber sie werden natürlich ganz elegant im Tanzschritt die Bühne verlassen. Meine Damen, ich danke Ihnen allen recht, recht herzlich. Ich gebe dir mal die Orden. Bitte verteilen, falls ich nicht erzählt habe. Bitte nochmal einen Applaus. Dankeschön, das war um diese Zeit mit diesen Temperaturen hier oben ganz, ganz toll. Ihr Applaus als Dankeschön für unsere Mädels. Mit so kleinen Augen an und dann immer noch der blöde Spruch, oh,
Ich werke Ihre Ohren mal so mit wie morgens. Das ist ja irre. Und das Schlimme ist, da muss ich die jede Morgen neu anlernen. Es hat ja und steh auf. Davor muss ich die Beine aus dem Bett stellen, sonst wird das nicht. Und dann geh schon bitte ins Badezimmer. Das ist das Zimmer am Ende vom Flur. Das haben wir extra beschriftet für dich, damit du es findest. Und ja, heute mit Wasser, es ist Dienstag. Ich geh dann schon mal runter. Und wenn der Jaron dann vom Badezimmer so regelt in sein Zimmer, dann hat der so ein Stapel T-Shirts auf dem Bochumleier. In sämtlichen Farben, die man so kennt. Hellgrau, dunkelgrau, mittelgrau, schwarz, mittelschwarz. Und dann zieht er so end aus dem Stapel raus, hält sich das vor die Nase. Geht noch. Dem sagt, geht noch, das geht bei mir schon lang nicht mehr. Das sagt meine Freundin, Stufe 1. Sag ich, wie Stufe 1? Ah ja, sei froh, kommt Stufe 2. Das ist dann Stufe 2. Ja, bei Stufe 2, dann dusche die 10 bis 15 Mal am Tag und verbrauche in der Woche so 30 Flaschen Deo. Ich wäre froh, denn ich wäre schon bei Stufe 2. Wenn ich dir einen Stapel T-Shirts hole und eine Runde an die Wäschemaschine bringe, dann stoppe ich den Stapel in die Maschine und klappt's mal. Wenn die Maschine anfängt zu wäschen, die wirkt. Und dann stehe ich dort und warte, bis der Mo runterkommt. Da kommt der den letzten runter. Na, der Pudelmütz auf, sag ich, ja, aber na, Stau sind noch all. Wir haben draußen immer 30 Grad im Schatten und da hast du die Pudelmütz auf, sag ich, Mutter, muss ich nicht in den Schatten gehen. Du sehnst dich nach dieser Sekunde, wenn die endlich die dir raus sind. Tschüss, ab in die Schule. Oh, furchtbar. Und dann bist du immer hinten dran, beeil dich, mach jetzt mal, da kommst du zu spät. Oh, ist ihrer Mutter jetzt chill mal ab, die Schule hat auf bis um 1 Uhr. Aber habt ihr mal beobachtet, wie die dann aus der Dir gehen? Das ist ja keine Larve, das ist eher so leise vor sich hin sieche und immer das Handy in der Hand. Und ganz schlimm hat er das, wenn er Mathe hat. Also unser Jaron ist Mathe-Allergiker dritten Grades. Ja, das ist doch kein Wunder. Guck doch bitte mal haut mit Sinn und Verstand so Mathebuch an. Da sind Aufgaben drin. Zum Beispiel, ich habe ein Sparbuch auf der Bank mit 600 Euro und die Bank gibt mir 12% Zinse. Da kommt der Hemd sehr noch mal, ich hätte gerne
ein Piercing. So, schau mal zu, halt erst mal die anderen Löcher sauber. Ich bin ja froh, dass ich heute auch pünktlich da bin. Mein Patenkind, also von meinem Bruder, der Groß, der hat auch heute ordentlich schon gehockt. Der hat mich gefahren, der hat jetzt den Führerschein. Mit 17, ne? Papa, wie sehe ich immer? Betreutes Fahren. Ja. Als Tante ist das nicht schön. Allein schon im Vorfeld. Die Zeit, wenn die ganze Frage beantwortet, das geht ja überhaupt alles am Computer. Ne? Klick, 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 so schnell wie die klicke, kann ich doch gar nicht lesen. Und dann stellst du dich einmal hinten dran, klick, ach, falsch Antwort. Sehen wir hier, und der ist schuld, dau. Du bist immer schuld. Sag ich, trotzdem ist die Antwort falsch. Sag ich, ja, Tante, ist aber die einzigste Antwort. Sag ich, einzige. Nee, wirklich, das ist die einzigste Antwort. Das ist doch bestimmt gleich der Toteste. Die wissen alles besser. Da hockt da draus ihrer, hey, da macht doch doch die nächste Frau. Und dann hast du als Frau nur einen Gedanke. Bitte. Lasset nicht die Frau mit Bremslächeln. Jetzt mal ganz ehrlich, da huckst in dem Auto und dann sollst du mal ausrechnen. Also ich meine, allein schon der Abstand zum Vordermann, da muss man ja auch erst mal einschätzen können. Und dann sollst du noch was ausrechnen, also Bremslächeln. Also wenn ich bremsen muss, habe ich nur einen Gedanke. Hoffentlich langt's. Aber ich habe Klinge, war ganz anders froh. Also, die Frage war folgende. War so Bild und mein Neffe war auf dem Bild die links abknickende Vorfahrt. Und gehe immer über Arestraße und da kam einer. Und dann war die Frau, wer muss warten? Guckt er mich an, sie war echt. Sag ich, wieso muss ich da warten? Da muss ich die links abknickende Vorfahrt. Und doch, ich warte trotzdem. Nee, da warte ich nicht trotzdem. Oh, Tante Sarah, was weiß dann der Anna, was echt für Schild hat? Und es ist nicht schön. Also ich
in der Zeit 3 Maschinen Wäsch in der Woche mehr, allein nur wie dem Angstschweiß. Und dann sitzt da neben dran und ich bekloppt. Ich sag, Leon, es ist mir scheißegal, ob das schneller geht. Wir fahren im Kreisverkehr rechts rum. Dann sitzt der da und ist nur am Winken. Das sag ich, ja, wo auf so Winken? Ach ja, aber die Leitkrise ist doch so schön. Das sag ich, dann mach mal dein Fernlicht aus. Das war ein Schlecht, ja, Molly, und hast du gesehen, dein Bremslicht ist kaputt. Was für ein Vorhaben auf der Hände. Ich weiß nicht, wie der bestanden hat. Ich bin wirklich kein anspruchsvoller Fahrer. Ich mache höchstens nur so Überholvorschläge oder Bremswünsche. Aber da sitzt neben dem. Und dann fährt er auf so ein Stoppschild zu. Und dann denke ich immer, guck mal, wenn er ihn doch sieht, dann muss ich doch nachsehen. Der bremst nicht. Ich sag, Leon, das ist keine Empfehlung vom Verkehrsministerium, das ist ein Befehl. Guck mal, für die ganzen Lehrer haben sie draufgeschrieben. Und dann geht er 2 Meter vor dem Schild in die Eise, das dabei durch die Shape fliegt. Guck ich den an und sag, ja, und jetzt? Ei halten. Das sag ich, ja, Kurzhalle. Und jetzt fährst du weiter. Ja, aber in der Fahrschule hat er gehört von 3, ich sag, Sekunde und keine Stunde. Und jetzt gebt Gas. Ich hab manchmal das Gefühl, der bleibt vor dem Stoppschild stehen und wartet, bis das kriegen wird. Und dann fährt er los. Und er fährt so langsam. Also wenn der bei uns durch die Straße fährt, seht ihr noch bei immer schon rum, das Safety Car ist wieder raus. Und dann fährt er aus der Stadt raus und ich sage, komm, gib Gas. Ja, wieso? Ist der Schar schon im Rückspiel geguckt? Sag er, ja, da ist ein Riesenschlange. Ich so, ah ja, ja, Tante, ich bin vorbe. Ich sag, drück jetzt auf das rechte Pedal. Ey, warum? Das heißt, da wird die Landschaft schneller. Wir fahren auch oft Kurzstrecke. Also ganz viel Kurzstrecke, weil der muss ja leer auf. Also parken. Also die haben es ja heute eigentlich richtig einfach. Wenn ich dran denke, wie wir früher geparkt haben, Rückwärtsgefahr. Pock, kaputt. Heute fahren die rückwärts. Piep, 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 piep. Die fahren vorwärts. Piep, 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 piep. Da piept ja immer. Da piept sogar, wenn die die Dir aufmachen. Als der, die da merke, dass die Dir auf ist. Da piept sogar, wenn die das Licht nicht ausmachen. Da piept immer. Ich habe letzten Spruch in der Kisch gestanden. Da hat meine Spülmaschine gepiepst, ich habe geschrien, brems! Da mach ich was mit. Aber ich habe noch was von meinem Sohn, der Jaron, das muss ich noch erzählen. Erinnert ihr auch noch an die Telefone mit dem Wählschein? Mit Schnur, ne? Die haben ja immer am Ende Platz gestanden, auf dem Telefonschränkchen. Meistens im Flur. Der Flur war immer so fürchterlich kalt. Und die Schnur war aber nur gerade so lang, dass du dich in den Flur setzen konntest. Und ich weiß, wie so die erste männliche Anrufer kam. Da hat immer irgendeiner aus der Familie fürchterlich viel in den Flur sitzen. Und dann gab es ja noch die 8-Minuten-Uhr, ne? Diese Eieruhr, die du drehen musst, ne? Dieser 8-Minuten-Takt, hat der Vater mal immer hingestellt. Ich habe die dann senkrecht gelädt. Das zählt viel zu schnell rum. Und ich weiß noch, wie ich meine erste eigene Wohnung hatte, so mit Anfang 20. Wann war das? 1900? Ne, 2000. Da war ich schon in diesem Telekom-Laden. Da sagt der Verkäufer zu mir,
Wollen Sie eine 10-Meter-Schnur? Was für was? Dann können Sie mit dem Gerät laufen. Wohin? Zum Beispiel von dem Schrank im Wohnzimmer. Und dann? Ja, dann können Sie auf der Couch im Sitzen telefonieren. Schon, das ist nur einfach. Habe ich das Telefon geholt, bin mit der Schnur in die Kisch, habe mich aus der Kischefenster abgeseilt, habe mich mitten auf die Straße gestellt und habe meine Freundin angerufen. Sag die Sabo, was ist das so laut bei dir? Ah ja, ich bin auf der Straße. Zum Telefonieren? Sag ich ja. Und wenn du genau überlegst, ist das ja fast wie mit dem Handy. Also ich habe quasi das Handy erfunden. Und letzte Woche um ihr Sperrmüll. Und meine Nachbarin, die hat schon die Sache draus stehen. Und ich wollte gerade meine Sache dazustellen. Und da sehe ich dort auf der ihrem Haufen so schön das alte Wähltelefon. Mann, ich die Jahre und ich sage, komm mal schnell runter, komm mal gucken, komm mal gucken, komm mal lauter Telefon. Sind ja wo? Sascha, guck mal, noch steht's doch. Ja, was ist das? Sascha, das ist ein Telefon. Ja, wie steckt man das in die Tasche? Sag ich gar nicht. Ei, und wo stellt man das hin? Das sag ich immer an der gleichen Stelle. Das findet man auch immer, da ist ja die Schnur dran. Ah ja. Ja, ich hab früher hat keiner gefreut, wo Telefon ist. Das wusste mir. Und dann war ich so begeistert von dem Telefon. Dann habe ich das mitgeholt. Und dann fährt in dem Moment noch das Sperrmüllauto vorne. Ich habe das fast vergessen. Sag ich, oh Jungs, wartet, ich kann noch was, hol da noch was mit. Rief der, ja, alt, komm, spring auf. Und dann bin ich mit dem Jaron drin. Ich war so glücklich mit dem Telefon, das sag ich, weil ich was? Wie spät jetzt nur telefoniere, wie man das früher gemacht hat. Ja. Ich komm, ich setz uns jetzt mal noch hin. Mhm. Kennt ihr den Blick, wenn die dich angucke und denke, du hast sie nicht mehr an der Flatsche? Ich sag, komm, Jaron, jetzt hol schon mal den Hörer. Sag mal, was? Ein hinter Ding, der Hörer. Wofür ist das? Sag, pass mal auf. Wir haben früher den Sachen Namen gegeben. Wenn du das gesehen hast, dann hast du gewusst, für was du brauchst. Und jetzt überlege mal kurz. Hörer. Ah, damit kann man hören. Sag, du bist ein Fuchs. Dann hat er den Hörer geholt. Sag, jetzt machst du den mal von der Gabel. Sag, was? Sag, komplett auf die Seite, später. Ja, was mache ich jetzt mit dem Hörer? Sag, schnell auf die Seite, weil bis du den brauchst, das dauert ein bisschen. Jetzt rufen wir mal den Freund an. Wie ist denn dem seine Nummer? 4589. Ist gut, dann wählen wir. Dann hielt er den Finger, steckt den in die Mailscheibe und trägt 4589. Ich sag, ja, Mann, das ist kein Tippscheib, das ist eine Wählscheib. Ich sag, jetzt hier schon mal den Finger, mach den in die 4 und dann dreh ich die Scheibe bis hin an den Anschlag. Da hat er den Finger in die 4 gesteckt, hat gedreht bis zum Anschlag und dann hat der die Shape über den Anschlag rausgedreht. Und da sitzt er und denkst, wie blöd kann man sein. Ich sag, wenn du am Anschlag bist, Finger raus. Er hat den Finger raus, die Drehshape geht zurück, fast